Zu guter Letzt jetzt noch meine technische Ausrüstung. Natürlich Trinkblase für den Rucksack. Ganz wichtig. Einen Ortlieb Wasserbeutel hatte ich hier noch dabei. Mit Duschversatz. Den habe ich hier oben dran gemacht. Passen, glaube ich, 4 Liter rein. Kann man gut sparsam duschen. Und wenn man sich nur mal ja, den Schweiß vom Tag abwischt, zum Thema Duschen auch noch hier ein Schwamm, wiegt fast nichts. Und wenn man mal ein kleines Gewässer kommt, wo man eigentlich nicht rein kann, kann man mit dem Schwamm reintauchen und über sich ausdrücken oder sich so ein bisschen mit abwaschen. Habe ich nicht so oft gebraucht, aber ist, glaube ich, manchmal ganz nützlich auch. Dann, wo machen wir weiter? Kochen. Primus, einen Benzinkocher hatte ich dabei. Den kann man mit Benzin und Gas betreiben. Benzin ist natürlich ultimativ. Tankstellen gibt es eigentlich überall. Egal wo man hinkommt, ein Outdoor-Laden oder sonstigen Laden mit Schraubkartuschen ist eher selten aufzutreiben. Ein Topf ist ein Primus Etta. Hat hier unten diese Lamellen, kocht dementsprechend recht energieeffizient. Ja, irgendeinen Packsack hatte ich nicht. Ich habe einfach den Topf ein bisschen gequetscht. Dann klemmt der Deckel so drauf. Und der Kocher, ich weiß gar nicht mehr die Bezeichnung. Benzinkocher, ich weiß nicht, das Modell steht gar nicht drauf. Hier kann man schön ausklappen. Hier so eine Prallplatte, wo das Benzin dann zerstäubt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte es am Anfang gehabt, dass mir immer irgendwie ein bisschen Benzin rausgelaufen ist aus der Flasche und über die Hand. Aber mit ein bisschen Erfahrung geht das dann auch ganz gut eigentlich. Dazu natürlich ein Feuerzeug. Der einzige Nachteil bei dem Kocher eigentlich, ich meine, all der Kocher, der hat eine Piezo-Zündung fürs Gas, aber die ist hier nicht dabei. Braucht man halt ein Feuerzeug und einen Griff für den Topf. An Essgeschirr habe ich hier Messer, Gabel, Löffel aus Titan von Sea to Summit. Super leicht, praktisch, ein schönes Messer zum Butterbrot schmieren oder was auch immer. Kochlöffel hatte ich auch dabei. Kann auch mal ganz praktisch sein. Braucht man aber nicht unbedingt. Schont halt den Topf beim Rühren. Der ist auch antihaft beschichtet. Lässt sich super sauber machen. Ich mache da immer nur eine Bodendecke Wasser rein. Deckel oben drauf. Kocht das Wasser kurz auf und dann kann man den einfach mit Klopapier auswischen. Da braucht man 2, 3 Blätter Klopapier. Und der Topf ist sauber. Super Sache eigentlich. Ja, und zu den Essgewohnheiten, das ging halt auch abends so. Abends wird warm gekocht, Topf sauber gemacht, abkühlen gelassen. Morgens das Müsli drin gegessen, tagsüber dann Brot gegessen. Und dann musste man den tagsüber nicht auspacken und sauber machen und hin und her. Ein Schweizer Messer hatte ich noch dabei. Als kleines Universalwerkzeug. Ein Messerschärfer, der war eigentlich unnötig, hätte ich nicht gebraucht. Ja, das war es fast zum Thema Kochen. Ich habe hier noch einen Wasserfilter dabei gehabt für den Fall der Fälle und weil ich halt nicht wusste, wo ich dann am Schluss hinkomme, mit einem, das ist glaube ich 1 Liter Faltflasche von Säuer. Sehr leicht. Ja, dann haben wir, was haben wir noch? Machen wir weiter. Natürlich eine Stirnlampe, eine Petzl Reactic. Ist ganz gut, weil da ein Akku drin ist, lässt sich per USB aufladen, das war mir ganz wichtig. Verschiedene Leuchtstufen, die passt sich auch an, Nah- und Fernbereich, also wenn ich fern irgendwas anleuchte
und schaue danach, dann dimmt die runter, das ist wirklich gut. Ich hatte mal einen Winter gehabt, da war ich draußen, da hat es geschneit. Da hatte ich, ja, um Holz zu suchen, die Stirnlampe auf voller Power und habe einen Wald gesehen und dann bin ich irgendwie runter vor mich auf dem Boden fürs Holz irgendwie zu sägen und war total geblendet. Dann natürlich ein Müllbeutel, immer wieder verwendet, den Müll ausgeleert, solange der kein Loch hat oder irgendwas, ging das super. Meistens hat man ja dann doch irgendwie eine Verpackung, wo man dann auch den Müll reinmachen kann. Dann mal elektronisch weiter ein Ladegerät von Anker mit zwei USB-Ports, ein Kabel, eine Powerbank, auch von Anker, 10.000 mAh, meine ich, da ist ein Kabel noch dabei. Das heißt, man kann immer separat zwei Geräte laden. Ich hatte auch noch ein Solarpanel, ein Nomad Goal Zero, ja, Goal Zero Nomad 7 Plus, glaube ich, hieß das. Ging aber kaputt unterwegs, hat nicht mehr geladen, das war echt enttäuschend. War schon vor der Reise so ein bisschen am Rumzicken, wo ich aber nicht sicher war, ob es vielleicht doch mit den Wolken am Himmel zusammenhängt. Jedenfalls hat das immer einen niedrigen Ladestrom gehabt und am Schluss kam dann gar nichts mehr an. Am Anfang hat das super funktioniert, wirklich. Habe ich Kamera mitgeladen, Handy mitgeladen, Stirnlampe mitgeladen, konnte auch mal die Powerbank mitladen. Super funktioniert. Ansonsten habe ich Strom, wenn ich irgendwo hingekommen bin, gefragt, ob ich mal kurz, ja, Handy, Powerbank, was auch immer einstecken kann. Super funktioniert. Die Kamera hatte ich dabei, mit der ich gerade filme. Da hatte ich noch zwei Ersatzakkus und halt ein paar Speicherkarten. Kameratasche, wo alles gut reingeht. Für die Kamera ein kleines Gorillapod-Stativ. Ein bisschen Seil. Einfach grüne Korte, Kunstfaser, ziemlich stabil, für den Fall der Fälle. Kann immer mal sein, dass man irgendwas... Ich habe mir mal im Zelt eine Wäscheleine gebaut. Die hängt heute noch da drin. Ja, kann man sich dann mal was ins Zelt hängen. Ja, genau. Ein Reisetagebuch, Reisepass, sonstige Dokumente, ich hatte auch Kopien dabei vom Pass, natürlich Geldkarte und alles, Travel-Handtuch, ist jetzt nicht das kleinste und ist auch nicht das leichteste, das ist so ein bisschen, wie nennt man das, aufgeraute Oberfläche, ist einfach angenehmer auf der Haut, ich habe noch ein anderes, es fühlt sich an wie ein Fensterleder, aber das ist total, ja, komisch. Wiegt ja 50 Gramm mehr oder so irgendwas und ist viel angenehmer. Genau, und ansonsten, ja, Kugelschreiber, um mal was zu notieren. Sonnencreme wurde mir geschenkt vor der Abreise. Cremes, Bepanthen, Kaufmanns Kindercreme, sehr ergiebig, kann man immer mal brauchen. Zahnbürste, Zahnpasta. Hier ist so ein Schnellverschluss, um Müsli-Tüten oder so zuzumachen. Auch super, konnte ich auch oft brauchen. Rasierer. Und hier ein Medizin-Pack mit Ibuprofen, mit Womex, Wasserdesinfektion, kleiner Spiegel. Nagelschere, Pinzette, auch sehr gut, Seam Grip zum Dichten von Zelt oder Flicken von Löchern in der Tamarisk, in der Isomatte, ein paar, ja, Sicherheitsnadeln, ja, eine Pinzette war noch dabei, genau, Antidurchfall, Paracetamol, ein paar Ohrenstopfen, auch immer gut, ja, wenn man irgendwie an der Bahnlinie oder so übernachten muss. Und Pflaster. Genau, die Beipackzettel hatte ich auch dabei. Das hat eigentlich alles abgedeckt, was ich brauche. Genau, das war es im Großen und Ganzen eigentlich. Schuhe hatte ich von Lowa, die Camino GTX angehabt. Waren auch weniger wasserdicht als gehofft. Würde ich jetzt hier auch zeigen, die wurden mir aber in Indonesien geklaut und ja, waren doch
in München schon abgelaufen ziemlich. Und wie gesagt, die Wasserdichtigkeit war halt auch ja, etwas begrenzt. Wenn man 3-4 Stunden im Regen läuft, dann hilft einem Gore-Tex und alles nichts. Also wenn es regnet, habe ich gelernt, am besten Pause machen, irgendwo runterkommen. Und es kommt ja auch selten vor, dass es wirklich mal einen ganzen Tag durchregnet. Das, wenn man viel oder wenn man zu Hause ist, dann kommt einem das so vor, da schaut man aus dem Fenster, okay, es regnet, schaut wieder eine Stunde nicht raus und zwischendurch hört es 5-mal auf. Und dann denkt man, okay, es hat jetzt die ganze Zeit geregnet. Passiert aber selten. Und was ich hätte noch mitnehmen sollen, wäre Nadel und Faden. Wiegt nichts. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich glaube, das sollte man doch schon immer mal dabei haben. Ja. Ansonsten war es das alles. Ich habe alles von meiner Ausrüstung gebraucht. Also es war jetzt außer den Schleifstein, hatte ich nichts dabei, was irgendwie unnötig war. Ja, selbst die warme Bekleidung hatte ich manchmal an. Wir hatten manchmal Tage, wo es dann auch geregnet hat, wo so die Temperaturen nochmal runtergegangen sind, wo ich dann wirklich ja, abends Fleecepulli, Downjacke angehabt habe oder wo es arg gewindet hat. Und ja, vielleicht ein paar Socken weniger, 2 Paar Socken weniger, aber ja, muss man selbst entscheiden, ob man dann so minimales Gewicht mitnimmt oder nicht. Genau, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne schreiben, fragen. Und ja, ich werde versuchen, euch alle Fragen zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis bald. Tschüss.